apocalypse. Hallo Leute und herzlich willkommen back zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal FBR-Shift-Tim. Heute mal wieder eine Folge GTA, aber nicht irgendwie GTA, sondern ich zeige euch heute mal einen kleinen Solo-Money-Glitch, beziehungsweise ich finde es eher legal, weil warum sollte Rockstar sowas dann einbauen? Und zwar, vielleicht kennen einige den Bug mit dem Sentinel XS, dass der aufgetunt irgendwo spawnt. Ich kenne zwei Spawnpunkte, wo der spawnt. Einmal oben am Eclipse Tower. Diesmal geht es aber um unten am in der Nähe vom Flughafen am Jetski Pier, wo die Heli spawnen, dort in der Nähe. Einige kennen den vielleicht schon, den Money Glitch. Am besten, ja, hier ist zwar eh keiner gerade auf dem Server, aber trotzdem. Falls ihr ein paar Leute auf dem Server habt, am besten geht ihr in die Jobs. Unter Mission ein Job für einen Titan. Dauert jetzt kurz einen kurzen Moment. Die Einstellungen sind ganz egal, weil ich vermute, ihr wollt das eh dann nicht spielen, weil ihr könnt ja einfach nachher rausgehen. Warten wir kurz wieder. Zwar ist es wichtig, dass ihr ein Sentinel XS schon bereits besitzt. Ganz egal, ob ihr einen von der Straße klaut oder einen online auf SSA kauft. Also, beziehungsweise SSA. Ja, SS. SSSA, so. Zwar, wenn ihr mal ein bisschen runterscrollt, sollte ja auch gleich der Sentinel XS kommen. Ja, genau. Hier könnt ihr einfach eine Farbe auswählen, dann kaufen. Ich empfehle euch das nicht, weil ihr könnt einfach dann einen auf der Straße finden. Manchmal spawnt der auch bei Los Santos Kasten Porten auf geht unter. Daher habe ich den hier jetzt auch. Das war mein allererstes Fahrzeug, das ich auch hatte in meiner Garage. Den habe ich am LS Kasten gefunden und dachte, ich hole mir den mal. Da war es halt noch extrem klein. Da war ich noch Level 10 oder so, als ich mir den geholt habe. Und zwar müssen wir zur folgenden Location selber kurz nachgucken. Hier. Wir müssen zu der Location. Am besten ist es wichtig, dass. Also am besten kommt ihr von Norden aus. Das heißt jetzt nicht hier irgendwie einbiegen oder so. Also am besten macht ihr das einfach hier in der Folge. Weil dann macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Machen wir den geradeaus. Nächste gehen wir dann rechts. So. Fahren wir dann rechts, aber naja. Egal. Ja, Leute, ist wieder mal ein bisschen später. Das Video hier aufnehmen. Und zwar fahrt ihr erst ungefähr bis hierhin. Fahrt dann schön langsam. Ihr müsst langsam fahren, damit es halt ein bisschen mehr Zeit hat zu spawnen. Da hinten an der Garage spawnt er gleich. Fahrt ihr hier links entlang. Da seht ihr den schon. Pinken Sentinel. Dann könnt ihr einfach jetzt straight den Weg abschneiden. Und da ist er. Ein aufgetunter Sentinel. Damit er euch auch noch gehört, würde ich euch empfehlen, den in eine Garage zu packen. Ist ganz egal, in welche Garage ihr den tut. Einfach in irgendeine leere Garage. Ich empfehle euch Garage hinten in der Grove Street. Die hat, glaube ich, 6 Plätze. Also online stand, dass sie 6 Plätze hat, soweit ich noch weiß. Fahrt ihr einmal kurz hin. Einfach. Ist nicht weit entfernt. Auf der Map werden die Garagen und die Apartments. Ihr könnt das auch in der Apartment-Garage tun, Leute. Also Hauptsache irgendwo, wo man das unterbringen kann und zu seinem privaten tut. Zu seinem privaten Auto machen kann. Auf der Minimap wird das übrigens nicht angezeigt, dass hier eine Garage von euch ist. Ihr könnt aber einfach, wenn ihr ein bisschen klug seid und wisst, wo eure Garagen sind, könnt ihr einfach reinfahren.
Und dann habt ihr das schon, dann ist das schon euer Auto. Wenn sieht, habe ich das schon ein bisschen öfters gemacht. Hier passen vier Autos rein, Leute. Genau. Dann fordern wir irgendein Sentinel mal wieder an. Machen das Ganze nochmal. Wenn ihr dann irgendwie genug habt, könnt ihr die immer mal wieder verkaufen. Ihr könnt die immer mal so nebenbei Stück für Stück verkaufen. Weil es gibt ja noch die Wartezeit vom Los Santos Kasten. Ich glaube, die beträgt einen Tag, einen Ingame-Tag, glaube ich. 45 Minuten. Ich bin mir da gerade nicht 100% sicher. Aber ich glaube, das war so. Genau. Fahrt ihr wieder entlang dort. Aber denkt dran, ihr müsst von Norden auskommen. Das heißt, wir biegen jetzt hier ein. Sehr gut gemacht. Kann immer noch nicht fahren. Das heißt, ihr fahrt ein bisschen weiter. Ihr fahrt noch ein bisschen weiter. Das hat bis jetzt bei jedem Versuch bei mir geklappt. Es ist halt. Damit ist es halt eher ein Money Glitch für Anfänger, die noch nicht so viel haben. Oder halt für Leute, die nebenbei so im 10.000er Bereich was haben wollen. Das passiert, wenn ihr zu schnell seid. Ihr spawnt dann nämlich keiner. Aus diesem Grund empfiehlt sich das, langsam zu fahren. Also, bei jedem Versuch, wenn ihr es richtig macht, natürlich, ne? Also, ihr solltet nicht zu schnell da durchfahren. Sondern fahrt langsam vorbei, damit sich das System ein bisschen einrappeln kann und Sentinel spawnen. Vielleicht zeige ich euch sogar noch den anderen Spawnpunkt, wie man das auch machen kann. Ich zeige euch dann, also ich zeige euch gleich nochmal den Spawnpunkt oben am Eclipse Tower. Ups. Ich kann heute wieder nicht fahren, Leute. Entschuldigt mich bitte. Ist ein bisschen später. Und ich bin heute Morgen schon um 2 Uhr aufgestanden. Deshalb. Wir haben jetzt. Weiß ich gerade gar nicht, wie viel wir haben. Wir haben jetzt zwar erst 20 Uhr, aber wie gesagt, ich bin um 2 Uhr heute schon aufgestanden. Seitdem an nicht mehr geschlafen. Und ja. Deshalb, Leute, fahrt lieber hier ein bisschen langsamer. Könnt ihr auch euch sicher gehen, dass der spawnt. Am meisten ist der Lilane gespawnt, also meistens spawnen die Lilanen. Es kann aber auch durchaus sein, dass jetzt wie hier ein gelber spawnt. Sieht, es spawnt schon wieder einer. Wenn ihr im richtigen Tempo dorthin fährt, dann spawnen welche. Bei den Farben müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil manche sind teurer, manche nicht. Soweit ich weiß, sind die gelben hier teurer als die Lilanen, wenn man die beim Los Santos Kasten verkauft. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig. Dann fahren wir wieder mal zur Garage. Und so könnt ihr eigentlich echt leicht, wenn ihr das eine Nacht so macht, habt ihr bestimmt 100.000 mindestens. Wenn ihr es richtig macht. Wenn ihr es richtig macht und Glück habt. Aber wie gesagt, wenn ihr langsam an der Tankstelle vorbeifahrt, sollte es eigentlich in der Regel funktionieren. Ohne Probleme. Zeige ich euch mal kurz einen Moment warten. Mach das jetzt anders. Ich fahre jetzt dahin. Also, das ist der erste Spawnpunkt, wo die halt spawnen. Aufgetürmten Sentinel. Ihr könnt die gerne natürlich auch für euren eigenen Bedarf verwenden. Wie ich zum Beispiel meinen benutzt habe. Es ist halt aber nur wichtig, dass ihr halt langsam fahrt. Und dass ihr einen Sentinel XS schon habt. Ganz egal, ob der schon getunt ist oder nicht.
So. Ich zeige euch dann noch den anderen Spawnpunkt. Schön. So. Am besten ist es halt dort bei, dass ihr die Sentinel halt in der den Eclipse Tower reintut. Jetzt muss ich selber mal kurz überlegen hier. An der Stelle solltet ihr hinfahren. Diesmal, soweit ich es weiß, ist es egal, wie ihr jetzt dorthin fahrt. Und ob ihr in einem schnellen Tempo oder nicht seid. Da bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher, Leute. Bei mir ist es auch schon passiert, als ich mit Highspeed gefahren bin, dass sie einfach gekommen sind. Da müsst ihr nur beachten dann, also wenn ihr, als ihr dort wirklich, als ihr die holen wollt, müsst ihr mal ein kleines bisschen länger fahren. Das heißt, wenn ihr jetzt zur Tankstelle fahrt und einfach sofort, nehmen wir mal ein Beispiel an, GTA fügt noch mehr, also Rockstar fügt noch mehr Garagen zu, direkt neben der Tankstelle ist eine Garage, müsst ihr nur bedenken, dass ihr ein Stück weit wegfahren müsst, damit sich dieses System wieder einarbeiten kann, sag ich mal. So. Hier spawnen die nicht so schnell, wie man sieht. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen random. Deshalb empfehle ich euch, hier eine große Runde einmal zu machen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal. So. Hier biegen wir noch nicht ein. Hier biegen wir auch noch nicht ein. Es kann sein, dass sie auch noch an anderen Punkten spawnen. Guckt einfach mal mit dem Sentinel XS, also fahrt einfach mal mit dem Sentinel XS ein bisschen rum. Guckt mal, ob die hier irgendwo spawnen dann. Ich kann mal gucken, ob gerade einer spawnt am LS-Kasten. Können wir mal nachgucken, Leute. Weil wie gesagt, den hier habe ich vom LS-Kasten her. Nur aufgetunt dann halt. Hier spawnen ja auch am Zuma welche. Okay, Leute, diesmal haben wir nicht das Glück, dass hier einer spawnt. Wie gesagt, also ich bin einfach mit einem random Car gekommen und das ist einfach hier gespawnt. Also es kann durchaus sein, dass sie spawnen, kann aber auch nicht sein. Kommt halt drauf an. War jetzt falsch, das ist nicht gut. Hier spawnen die nicht so aktiv, soweit ich weiß. Ist das einer? Das sehe ich jetzt gerade nicht richtig. Nein, ist keiner. Schade. Nee, ist ein blauer. Okay. Haben wir noch eine Runde. Ist ja nicht schlimm, Leute. Wie gesagt, die spawnen hier nicht so intensiv wie unten. Unten bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass die spawnen. Oben sind sie auch zwar oft gespawnt, aber nicht immer. Also macht es lieber unten, wo ihr dann euch sicher gehen könnt, dass wenn ihr langsam fahrt, richtig fahrt, dass sie spawnen. So. Ja, nicht wundern, dass ihr keine Musik hört. Ich habe die Musik deaktiviert wegen Copyright. Weil ich habe ja schon einen Copyright Strike. Da möchte ich nicht noch einen. Ich fahre jetzt diesmal so, wie ich sonst eigentlich immer fahre. Also das heißt, ich fahre eigentlich immer vom Eclipse Tower raus.
Heißt, wir fahren jetzt hoch zum Eclipse Tower. Wie gesagt, hier ist die Geschwindigkeit egal, aber ihr habt halt eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass das spawnt. Ja, und wie gesagt, hier ist gerade keiner gespawnt. Mal gucken, ob einer spawnt. Nein. Wie gesagt, hier spawnen die nicht so intensiv wie sonst irgendwo. Also wie unten. Sind halt die einzigsten drei, die ich jetzt kenne. Jetzt kenne ich halt keinen einzigen anderen Spawnpunkt, wo die spawnen könnten. Kann sein, dass sie auch noch irgendwo. Es kann halt einfach sein, dass sie noch irgendwo anders spawnen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch einen anderen Spawnpunkt kennt. Ich kenne jetzt auf jeden Fall nur die Spawnpunkte hier. Wie die drei. Es kann auch durchaus sein, dass ab und zu mal normale Sentinel spawnen. Die meine ich aber nicht, Leute. Ich meine wirklich nur die Sentinel, die aufgetunt sind. Wie gesagt, am meisten spawnen halt die lilanen Sentinel. Aber wie schon gesagt, spawnen nicht immer welche. Ich kann das jetzt auch stundenlang weitermachen. Es wird erstmal hier keiner spawnen. Es kann sein, dass Rockstar das auch schon gefixt hat, das hier. Gucken wir selber nochmal nach, ob hier irgendwo noch andere Sachen spawnen. Also wie gesagt, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob also wenn ihr wisst, ob Rockstar das schon gefixt hat hier mit dem Sentinel. Und schreibt mal in die Kommentare, ob das schreibt in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr wisst, ob Rockstar das schon gefixt hat hier mit den Sentinel, der hier spawnt. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch andere Orte kennt. Und schreibt dann Kommentare am, die Orte am besten noch mit. Und ich check das dann auf jeden Fall mal aus. Eine wichtige Sache noch, wenn ihr unten bei der Tankstelle die Sentinel Sentinel haben wollt. Falls ihr ein anderes Fahrzeug vorher habt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich sag mal, den Kuruma vorher ausgewählt habt, dann mit dem Mechaniker, also ihr geht in den Job rein und dann mit dem Mechaniker den Sentinel anfordert, hatte ich das Pech, dass er nicht gespawnt ist. Also ihr müsst den Sentinel vorher schon, bevor ihr in den Job geht, auswählen. Am besten fahrt schon mal ein bisschen weiter weg vom, vom Ort aus, respawnen. Also macht es am besten so, wie ich es euch gezeigt habe. Dann könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. So, und da sieht man schon wieder dieses lilane, schimmernde. Zack, und da ist wieder ein Sentinel. Wie gesagt, die spawnen so gut wie immer, wenn ihr es richtig macht. Einmal wieder aussteigen, danke. Hier ist ein Überrollkäfig drin. Heckstoßstange, Frontstoßstange aufgetürnt. Ein Spoiler ist drin. Andere Farbe als normalen. Sagt. Für Anfänger ist dieser Solo-Money-Klisch echt gut. Oder für die Leute, die nebenbei Langeweile haben. Einfach mal immer mal wieder so ein bisschen Geld verdienen wollen. Ich glaube, die handeln sich so zwischen so um den Dreh 10.000, 12.000.
So um den Dreh handeln die sich. Tatsache, hier ist sogar noch mehr Platz. Okay. Also doch, 6 passen hier rein. Fahrzeug wieder anfordern. Ja, Leute. Also das kann man eine ganze Nacht lang machen. Habt ihr Geld ohne Ende. Sagt, also. Auch mal ein bisschen, also wenn jetzt ein bisschen hier rumspielen, was passieren würde, wenn ich jetzt von Süden auskomme. Das ist ja hier die Südrichtung. Wir denken nur, dass man sehr langsam fahren muss. Man sieht, hier ist sogar ein normaler Sentinel gespawnt, der halt nicht aufgetürmt ist. Also Sentinel, als ich mit anderen Fahrzeugen gefahren bin, sind die so gut wie gar nicht gespawnt. Und tatsächlich kommt ein Fahrzeug zwar raus, aber ist kein Sentinel. Ist ein anderes Fahrzeug. Das ich jetzt gerade nicht kenne, ehrlich gesagt. Was für ein Fahrzeug? Arin? Arin Astrobe, ne? Oder Sultan? Ja, Sultan. Sultan? Ja. Arin Sultan. Achso. Mit einer schönen Lackierung. Wie gesagt, passiert, wenn ihr zu schnell fahrt. Ja, tatsächlich ist auch gerade schon wieder einer gespawnt. Also ihr könnt. Ich bin jetzt sogar relativ schnell gefahren und es ist trotzdem einer gespawnt. Es ist schon krass, Leute, also wie oft hier ein Sentinel spawnt. Das ist, also wie gesagt, damit könnt ihr langfristig, also wenn ihr wirklich immer mal wieder kurzen Zeitpunkt Langeweile habt, immer kurz irgendwie mit einer Mission fertig seid, Überfallmission oder so, könnt ihr einfach einmal kurz einen Sentinel aus der Garage holen, verkaufen, dann könnt ihr weitermachen. Immer mal wieder. Bis halt die Garage leer ist, könnt ihr einfach nochmal das Ganze machen. Garage voll mit Sentinel machen. Und das war's. Die irgendwann wieder verkaufen. Wie man sieht, die lilanen spawnen sehr häufig als so ein gelber. Es ist aber dann immer ganz unterschiedlich. Kann ich mein Fahrzeug anfeuern? Nein. I can't escape you, devil. Oh, are you the motherfucking struggle? Also wie gesagt, ihr könnt das mit jedem Sentinel machen, das ist eigentlich ganz egal, mit welchem Sentinel ihr das macht. Hauptsache ihr habt halt einen Sentinel. Sentinel XS vor allem, ne Leute. Ich sag jetzt nur Sentinel, aber ich weiß es nicht, wie man, wenn man das mit einem normalen Sentinel macht, ob das auch funktioniert. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mit einem Sentinel XS funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das mit einem normalen Sentinel funktioniert. Das müsstet ihr dann mal testen, wenn ihr Langeweile habt. Oder wenn ihr gerade zufälligerweise das auch schon macht und einen Sentinel habt oder so. Könnt ihr gerne mal testen, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ist mir egal, was ihr in die Kommentare schreibt. Solange ihr nett seid. Weil sonst würdet ihr höchstwahrscheinlich. Sonst wird euer Kommentar höchstwahrscheinlich geblockt. Ich mach das jetzt mal mit einer anderen Karre.
Tatsächlich kommt da wieder ein Sentinel. Leute, ich habe das mit einer anderen Karre diesmal gemacht und es spawnt trotzdem ein Sentinel. Es ist doch mal. Holy moly. Ihr habt gesehen. Mein Sentinel steht da einfach nur und ich habe es mit irgendeiner anderen Karre gemacht und trotzdem spawnt einer. Also, wie gesagt. Man kann schon Fehler machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann einer spawnt, ist niedriger halt. Ich fahre mal zum nächsten Los Santos Kasten. Gut, werden mir gar nicht angezeigt. Wird mir so oder so gar nicht angezeigt. Okay. Das heißt, irgendwo einer ist hier auch. Ich weiß, dass hier einer ist. Ich weiß aber leider nicht mehr, wo einer hier. Ich muss mal ganz kurz. Hier ist ja einer. Fahr mal zu dem. Fahr mal zum Los Santos Kasten in der Innenstadt. Jetzt mal kein Crash, bitte. Ich würde gerne das Fahrzeug in einem verkaufen. Für 100% Erlös. So wie ihr mich kennt, werde ich jetzt eh gleich crashen. Okay. Entweder ich werde crashen oder ein PC fährt mir rein. Hier schon wieder ein Sentinel XS. Hier ist sehr, sehr, sehr wenig. Also ich glaube sogar noch nie ist mir ein Sentinel gespawnt, als ich in einer anderen Karre saß. Die sind immer nur gespawnt auf der Straße, als ich in dem Sentinel XS, in irgendeinem Sentinel XS saß. Dann sind die gespawnt. Aber als ich in einer anderen Karre saß, sind die nie gespawnt auf der Straße bei mir. Dann mal gucken, ob jetzt einer spawnt hier. Nein. Es stehen im Gegenteil, hier stehen die gleichen Karten wie gerade eben. Okay. Kann im Shop leider nicht rein in die Fahrzeuge. Also in Fahrzeuge. In den Los Santos Kasten. Man kann halt in die Garagen, ne? Auch wenn sie nicht angezeigt werden. Da meine Garage ja unten schon voll ist, fahren wir mal in den Eclipse Tower. Also wie gesagt, es ist in der Regel egal, wo ihr reinfahrt. Ob ihr in den Eclipse Tower reinfahrt, ob ihr die Garage unten reinfahrt oder in irgendeine andere. Ist eigentlich in der Regel egal. Ich habe ja das Glück, dass nochmal einer spawnt. Aber nicht danach. Nee. Ich weiß es nicht, ob die hier noch einmal spawnen. Also bei mir sind sie auf jeden Fall mal. Zweimal sind sie gespawnt bei mir. Ein lilaner, ein gelber. Mal gucken, Leute. Mal gucken. So. Wie gesagt, ihr könnt es in irgendeine Garage reinpacken. Es ist egal, in welche. So. Und jetzt auch nochmal die Garage hier voll machen. Es ist egal. Spawn ich im Nachtclub, weil ich meinen Spawnpunkt hier gesetzt habe. Beziehungsweise ich habe den nicht mal gesetzt, sondern der wurde automatisch gesetzt, als ich den Nachtclub gekauft habe. How you doing? Reden jetzt nicht. Trotzdem gut. Falls ihr wollt, dass ich einen Nachtclub, dass ich ein bisschen mehr vom Nachtclub machen soll, um an der Abstimmung. Müsst ihr einfach nur aufs i klicken und dann könnt ihr teilnehmen an der Abstimmung, ob ich Sachen vom Nachtclub machen soll oder nicht.
Tschüss. Alter. Mein. Ja, mein Alter eigentlich. Ist schon richtig. Ist ja mein altes Fahrzeug. Weil ich habe ja jetzt neue und. Ach, ist okay, Leute. Wie viele sind hier auf dem Server? Einer. Amazing. Fällt mir doch. Wie sind die Server gerade leer? Ist zwar schön, weil ich mich nicht beschwere, aber trotzdem. Gibt auch einen Trick, wie ein. In der öffentlichen Sitzung, in der öffentlichen Sitzung einfach alleine werdet. Ganz egal, ob da Milliarden sind, also ob da 20 Leute sind. Könntet einfach könnt den Trick einfach anwenden und dann seid ihr alleine. Voraussetzung ist, ihr habt ein Drecks Internet. Vielen ist das wahrscheinlich schon passiert, dass einfach alle geliefert. Es ist einfach das Problem, weil Rocks-Server so nicht hinterherkommen. Also, ein Client kommt nicht hinterher, so viele Menge zu verarbeiten. Deshalb wirst du als neuer Sitzungshost in der Regel. Stimmt? Das heißt, du wirst einfach alleine in einer Sitzung. Nein, mache jetzt keinen Gang an. Erstens habe ich den schon und zweitens. Such's nochmal, ob hier einer spawnt. Der Final. Nein, ist es nicht. Sah gerade so wieder aus. Tatsächlich zu spawnen hier. Das ist jetzt gerade erstmal keiner gespawnt. Ja, Leute, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob die noch überhaupt noch spawnen. Bei mir sind sie schon mal gespawnt, aber anscheinend spawnen. Ja, falls ihr wissen wollt, wo eine Stretch-Limousine-Karte steht, hier. Könnt ihr einfach eine gratis Stretch-Limousine. Jederzeit. In der Regel sind die in zwei Farben, weiß und schwarz, gehalten. Denkt, dass ihr die dann nicht auftüren könnt, weil das halt nicht eure Karre ist. Das ist bei vielen Sachen, bei vielen Fahrzeugen so, auch bei Sportfahrzeugen. Könnt ihr nicht auftüren. Ja, geschweige denn in eure Garage reintun, weil die halt einfach kein Deutsch, Leute. Ist das so? Ach, keine Ahnung. Das ist mir auch egal. Wie gesagt, Leute, ich bin müde. Aber ich mach trotzdem noch. Weil ich so lange keine Videos mehr gemacht habe, Leute, oder streame. Tut mir leid, Leute, aber ich komme einfach in letzter Zeit nicht dazu, zu streamen oder zu Videos zu machen. Ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, das ist mir auch gerade aktuell keine richtig Spaß, Videos zu machen, weil bei dem Wetter, es ist mega warm, habe ich nicht wirklich Lust, irgendwie an PCs Videos zu machen. Müsst ihr auch verstehen können, hoffe ich mal. Weil es ist mega warm hier in Köln. Es soll der wärmste Sommer sein, wurde gesagt. Oder einer der wärmsten. What's wrong with her now? So, wollen wir mal gucken, wie viel man dafür bekommt. 17.000, Leute. Wenn das nicht mal ein schönes Sümmchen ist, ihr müsst überlegen, ihr könnt einfach in eine Garage fahren, ihr kriegt halt einfach so gesehen 17.000 umsonst. Das ist 17.000 in 5 Minuten. Maximal, höchstens. Ich glaube, der Gelbe bringt dir ja sogar noch mehr. Ich weiß es gar nicht richtig. Kann ich jetzt halt leider nicht nachgucken.
Leid, aber du musst einmal bitte kurz raus. Danke. Ja, Leute, wie gesagt, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob das hier mit dem Spawn schon gefixt ist, hier an der Stelle. Clips Tower in der Nähe. Und trotzdem. Was ist das? Das könnte auch ein Sentinel XS sein. Sieht jetzt gerade so leicht danach aus. Nee, tatsächlich ist es ein Cyan XS. Orakel. Ja, Leute, ich bin mittlerweile Level 93, ne? Ich habe mich ordentlich hochgearbeitet. Klar, dass ich bei dem Wetter ab und zu mal zocke, aber wie gesagt, es ist warm. Es ist warm und man hat bei diesem Wetter nicht wirklich Lust zu zacken. In einer richtig heißen Bude sitzen, deshalb. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Nehmt an der Abstimmung oben teil, schreibt in die Kommentare, ob das schon gefixt wurde, hier, ob ihr noch andere Orte kennt, alles weitere, was ihr wollt. Schreibt einfach alles, was euch auch so auf dem Herzen liegt. Wie gesagt, das ist jetzt die ganze Zeit, spawnt hier keiner. Ich verstehe es nicht. Ja, Leute. Lasst ein Like da, abonniert, keine Folge mehr zu verpassen. Man sieht sich in dem nächsten Video wieder. Haut's rein, macht's gut. Tschüss.